Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir darüber, wie E-Mobilität helfen kann, den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Mein Name ist Frank Hüsken und auch heute bin ich glücklicherweise nicht alleine hier im Studio, sondern Franzi wird euch heute gemeinsam mit mir durch diese Folge begleiten. Moin Franzi. Hallo. Ja, sonst bist du ja aus München zugeschaltet und jetzt hattest dich endlich mal wieder in das Zentrum des Ruhrgebiets und in die wunderschöne Stadt Herne verschlagen. Schön, dass du hier bist. Genau, ja, vielen Dank, ich freue mich auch. Ja, zu unserer heutigen Folge haben wir uns natürlich wieder kompetente Gäste eingeladen. Bevor wir euch unsere Gäste vorstellen, startet Franzi aber mit einem kurzen Überblick zu unserem heutigen Thema. Genau, ja, beim Titel stutzt man vielleicht erstmal. E-Mobilität, Fachkräftemangel, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Da klären uns ja gleich unsere Gäste auf jeden Fall zu auf. Und der Fachkräftemangel hat Deutschland nach wie vor fest im Griff. Auch Steuerkanzleien sind davor nicht gefeit. Deshalb ist es umso wichtiger, als Kanzlei möglichst attraktiv für potenzielle Mitarbeiter zu sein. Und dazu gehört eben auch das große Thema Mobilität. Wie verschiedene Konzepte dazu beitragen und worauf Kanzleien achten müssen, besprechen wir in der heutigen Folge. Genau, und wie schon angekündigt, haben wir heute geballtes Fachwissen hier im Studio. Und wir freuen uns sehr, Stefanie Sauer und Benjamin Österling hier im Studio in Herne begrüßen zu dürfen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo, danke für die Einladung. Hallo, schön hier zu sein. Ja, Stefanie ist Rechtsanwältin und Steuerberaterin und seit 2019 bei der Grant Thornton AG tätig. Sie verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der lohnsteuerlichen Beratung und als Partnerin verantwortet sie den Ausbau der fachlichen Spezialisierung im Bereich der Arbeitnehmerversteuerung. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Beratung im Zusammenhang mit der Incentivierung von Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Benjamin ist Rechtsanwalt und berät seit 2011 Mandate mit umsatzsteuerlichem Schwerpunkt. Vor dem Einstieg bei Grant Thornton war Benjamin über 10 Jahre bei einer Big Four-Gesellschaft in der Umsatzsteuerberatung tätig. Ja, und spezialisiert ist Benjamin auf die Integration von umsatzsteuerlichen Anforderungen in prozessuale Abläufe. Ja, dann starten wir direkt mal ins Thema. Die Schlagworte Nachhaltigkeit und Flexibilität, die stehen ja bei den Arbeitnehmern hoch im Kurs und auch Homeoffice ist auch sehr verbreitet. Trotzdem ist es vielen Arbeitgebern wichtig, dass sich die Mitarbeiter auch in den Räumlichkeiten der Kanzlei oder auch des Unternehmens treffen. Die große Frage ist deswegen, wie kommt der Mitarbeiter denn zur Arbeit? Also was sind denn erstmal gängige Mobilitätsformen? Ja, gute Frage, Franzi. Was wir in der Praxis sehen, ist, dass zum einen das Deutschland-Ticket vielfältig von den Mitarbeitern genutzt wird. Es ist sicherlich auch eine ganz neue und aktuelle Form. Mhm. Können wir gerne gleich noch mal ein bisschen auf die steuerlichen Besonderheiten eingehen. Aber auch der ganze Bereich der E-Mobilität, sei es Firmenfahrzeuge im Bereich der E-Mobilität oder die Nutzung von E-Bikes, das sogenannte Jobbike, sind ganz beliebte Modelle, die wir in den letzten Jahren in der Praxis sehen. Ja, und dann gibt es natürlich immer noch die, die wir noch nicht kennen, weil was wir auch feststellen, ist dieser Markt, gerade der Mobilität, der wird gerade von vielen Seiten her neu gedacht. Mhm. Und da muss man natürlich auch aus steuerlicher Perspektive sich rechtzeitig Gedanken zu machen. Und ich glaube, da steigen wir gleich noch ein bisschen tiefer ein. Genau, auf jeden Fall. Da kommen wir noch näher ins Thema. Vielleicht noch kurz zur Ausgangssituation, weil ich das ja so auch im Aufmacher gesagt habe, E-Mobilität und Fachkräftemangel, wie hängt das zusammen? Was hat das denn jetzt miteinander zu tun? Also ich habe mich dann gefragt, lassen sich jetzt Mitarbeiter sozusagen ködern mit Jobrat und Co., wie ist eure Einschätzung dazu? Also das sehe ich schon relativ klar an den Anfragen, die wir bekommen von unseren Mandanten aus dem Personalbereich, aber auch aus der Steuerabteilung, mhm. dass das Thema Mobilität massiv im Recruiting-Prozess eingesetzt wird, genutzt mhm. wird. Aber auch der Aspekt der Nachhaltigkeit, der ja immer wichtiger wird für die Unternehmen und auch für die Unternehmenspräsentation, aber auch für die Frage, wie finanziere ich mich zum Beispiel, wenn ich muss meinen Nachhaltigkeitsbericht auch bei den Banken vorlegen. Mhm. Auch das ist ein Aspekt, wo das Thema E-Mobilität massiv bei den Ansprechpartnern von uns aufschlägt. Mhm.
Und wir kommen ja so ein bisschen aus dem goldenen Zeitalter des Dienstwagens. Ja. Und ich glaube aber, die Zeiten sind eindeutig vorbei. Also die Anforderungen, die von jungen Mitarbeitenden gestellt werden, in Bezug auf Attraktivität des Arbeitgebers, die spiegeln sich viel dann in den Mobilitätsangeboten. Und darauf muss ich halt vorbereitet sein, weil es ist ja schade, wenn man Fachkräfte aus dem Grunde verliert oder nicht gewinnen kann. Das stimmt. Das Unternehmen. Stefanie, du hast es gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Es ist auch ja so ein HR-Thema. Ist es das nicht eigentlich sowieso? Warum muss sich jetzt denn auch die Steuerabteilung damit beschäftigen? Ja, sicherlich ist es so, dass alle Mobilitätskonzepte, die ich meinen Mitarbeitern offeriere, HR-Themen sind. Auch arbeitsrechtliche Fragen hängen damit zusammen. Und in der Regel ist auch die Personalabteilung für die Gehaltsabrechnung verantwortlich. Gleichwohl gibt es gute Beispiele, wie zum Beispiel das Jobticket oder auch das Jobrad, wo man sieht, nicht nur die Lohnsteuer ist wichtig zu beachten, sondern wir haben auch umsatzsteuerliche Implikationen. Mhm. Und die Umsatzsteuer wird standardmäßig durch die Steuerabteilung betreut, sodass es ganz wichtig ist, einen Prozess aufzusetzen, in dem die Steuerabteilung rechtzeitig informiert wird, wenn ich neue Modelle einführen möchte, aber auch die Chance hat, auf rechtliche Änderungen zu reagieren, um am Ende Nachforderungen in einer möglichen Lohnsteueraußenprüfung oder Betriebsprüfung zu vermeiden. Denn alle Nachforderungen gehen ja auch wieder zulasten des HR-Budgets und schränken damit auch die Möglichkeit und die Beweglichkeit der HR-Abteilung für zukünftige Möglichkeiten oder Gestaltung ein. Und ich glaube, Benjamin kann uns da einen guten Überblick geben, gerade im Bereich der Umsatzsteuer, wo so die gängigen Fallstricke sind, die gerne im HR-Bereich nicht gesehen werden. Ja, ja gerne, weil ich meine, diese Auseinandersetzung oder diesen Austausch, den wir ja sehen, in der Vergangenheit kennen wir den häufig aus der Prüfungssituation, dass man halt sagt, naja, okay, es gibt Aufgriffe im Bereich der Lohnsteuerprüfung, die haben auch eine umsatzsteuerliche Dimension. Warum hat man das vorher nicht gesehen? Das, was wir aber auch eingangs schon beleuchtet haben, nämlich das Thema, dass diese Modelle immer schneller, immer dynamischer werden, setzt halt voraus, dass man sich da ein bisschen intensiver abstimmt und dass man vielleicht auch ein besseres Verständnis grundsätzlich für, ich sag's mal, die Triggerpunkte oder die Hauptanliegen der jeweiligen Steuerart hat. Mhm. Denn ich meine, wir in der Umsatzsteuer, wir kommen von dem von der Perspektive, dass wir sagen, wir wollen den Letztverbrauch besteuern. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das sicherzustellen. In der Regel ist das natürlich einmal die Erhebung der Umsatzsteuer. Das habe ich im B2B-Bereich natürlich immer auf der Ausgangsseite. Und da ist natürlich schon mal ein Perspektivwechsel notwendig, wenn ich sage, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich meinen Mitarbeitern etwas gebe, wenn ich denen das zuwende? Und da sind natürlich mannigfaltige Spielfelder, wo es dann der Abstimmung bedarf, dass die Kriterien auch einheitlich sind. Also wir kennen mit Sicherheit das Kriterium der Bemessungsgrundlage, beispielsweise beim Dienstwagen, wo man sich in der Vergangenheit immer abgestimmt hat. Aber da gibt es auch jetzt durch die neuen Mobilitätskonzepte viele andere Kriterien, wo man einfach ein einheitliches Verständnis dann auch benötigt. Um vielleicht mal zwei ganz konkrete Beispiele aus der Praxis zu bringen. Ich bin gestern noch angerufen worden von einer HR-Mandantin zum Deutschlandticket und sie fragte mich, ob denn der geldwerte Vorteil des Deutschlandtickets auf Basis des Nettopreises des Tickets, also ohne Umsatzsteuer zu berechnen sei oder brutto inklusive Umsatzsteuer. Dann habe ich gesagt, in der Lohnsteuer gehen wir immer auf den Bruttopreis. Und als ich dann nachgefragt habe, wie sie zu dieser Frage kam, sagte sie mir, ja, die Steuerabteilung hätte die Auffassung vertreten, dass für dieses Jobticket ein Vorsteuerabzug möglich sei. Das heißt, dass das Unternehmen die 7% aus den 49 Euro als Vorsteuer abziehen könnte und damit auch keine Belastung hätte in Höhe dieses Betrages. Und das ist ein Klassiker, wo Benjamin und ich sagen, nein, das ist nicht in jedem Fall so, sondern es kommt ganz klar darauf an, wie wird das Deutschlandticket genutzt, welche Nachweispflichten kann ich einhalten, also kann ich zum Beispiel darstellen im Rahmen einer Prognose, dass das Deutschlandticket überwiegend für Dienstreisen genutzt wird und die private Nutzung praktisch nur on top kommt, dass die 49 Euro sich amortisieren. Oder ist es so, dass von vornherein klar ist, dass die Mitarbeiter das Ticket im Wesentlichen nutzen, um zur Arbeit zu kommen? Mhm. Und im zweiten Fall hätte ich keinen Vorsteuerabzug. Also das ist mal ein Beispiel.
Und das zweite ist ganz klar der Dienstwagen, wo die lohnsteuerliche Bemessungsgrundlage anders ist als die umsatzsteuerliche. Und das, auch das erleben wir, dass das bei fast jedem zweiten Mandanten noch nicht richtig umgesetzt wird. Mhm. Du hast ja jetzt schon auch ein bisschen darüber gesprochen, welche Fragen euch so gestellt werden. Gehen die eher so in die Richtung Gestaltung, also das vorher, also das nachgefragt wird, wie man das überhaupt erstmal ansetzen kann? Oder ist es dann das nachher, diese Unterstützung, wenn eine Betriebsprüfung ansteht zum Beispiel? Wie ist da eure Erfahrung? Also der Trend ist ganz klar Richtung Vorausschauen zu planen, mhm. Wohl wissend, dass eigentlich die Realität häufig noch rückwärtig gerichtet ist, also dass man da eher auf dem Fokus der Betriebsprüfung ist. Und da sind ja gerade die Herausforderungen. Und ich glaube, die Beispiele, die Steffi eben genannt hat, die gehen ja auch genau in die Richtung, weil ich meine, als Jurist neigt man immer dazu, wenn man so eine Fragestellung bekommt, erstmal zu sagen, ja, es kommt darauf an. Aber im Endeffekt ist damit ja den Ansprechpartnern nicht geholfen, weil wir haben anfangs gesagt, Mobilitätskonzepte entscheiden über meine Attraktivität als Arbeitgeber. Mhm. Das heißt, die Erwartungshaltung ist ja auch, dass ich eine klare Positionierung treffe in Bezug darauf, was kann ich anbieten, was möchte ich anbieten. Und das setzt natürlich voraus, dass ich im Vorfeld solche Themen geklärt habe, um halt entsprechend an den Markt gehen zu können, aber auch kalkulieren zu können, was kostet mich das Ganze denn. Gibt es denn Bedenken, die Arbeitgeber eurer Meinung nach besonders umtreiben bei diesem Thema? Aus unserer Sicht ist es ganz klar der Administrationsaufwand. Mhm. Viele moderne Mobilitätskonzepte, wie zum Beispiel auch die Bereitstellung eines Mobilitätsbudgets, wo der Arbeitnehmer sehr flexibel entscheiden kann, wie setze ich dieses Budget, dieses Geld ein für ein Deutschlandticket, für einen E-Scooter, für eine Taxifahrt. Mhm. Das alles zu administrieren, sowohl arbeitsrechtlich als auch steuerlich, lohnsteuerlich und umsatzsteuerlich, davor schrecken viele Arbeitgeber noch zurück. Und das Zweite ist, dass ich natürlich all diese Prozesse auch im Rahmen meines Tax Compliance Management Systems abbilden muss und pflegen muss. Mhm. Ja, jetzt haben wir ja auch schon viel so in Richtung lohnsteuerliche Betrachtung gehört. Was sind denn so eure Bestseller bei der E-Mobilität und welche Herausforderungen stellen sich vielleicht dabei auch ganz konkret? Ich glaube, einer der Bestseller ist der Firmenwagen in Form eines Hybrids oder E-Fahrzeugs. Mhm. Insofern sind wir noch nicht ganz aus der goldenen Zeit hinaus, die Benjamin beschrieben hat. Aber wir sehen gerade in dem Bereich eine Vielzahl von neuen Fragestellungen. Sei es die Frage, wie gehen wir mit Wechselakkus um? Also E-Autos, die keinen fest verbauten Akku mehr haben, sondern wo ich dadurch lade, dass ich letztendlich in eine Art Garage reinfahre. Es macht plöpp, der Akku fällt raus und ein neuer Akku wird wusch in das Auto hochgeladen. Und das Zweite ist sicherlich das Thema Sonderausstattung on demand. Und ich glaube, Benjamin, da hast du ganz frische Insights aus der Industrie im Rahmen eurer letztwöchigen Tagung gewonnen. Ja, genau. Ich meine, man muss da natürlich auch immer eng am Puls der Zeit sein. Und da ist ganz klar, dass wir sehen, dass bei Fahrzeugen es immer mehr Ausstattungsmerkmale gibt, die jetzt nicht unbedingt baulich bedingt sind, sondern eher softwaregesteuert. Und dann kommen wir mal zu den, ich sag mal, zu unserem Home-Turf zurück, also worum wir uns ja eigentlich beschäftigen, nämlich der Steuer. Und da orientieren wir uns ja steuerlich am Bruttolistenpreis. Mhm. Und dann muss ja die Frage schon erlaubt sein, wie macht man das dann mit dem Bruttolistenpreis in der Zukunft, wenn ich quasi ein Grundfahrzeug bestelle und dann im Verlaufe der Nutzung jetzt gar nicht mehr unbedingt unterstellt, dass man das bewusst steuert, sondern vielleicht einfach durch das Nutzungsverhalten im Nachgang feststellt, ein bestimmtes Ausstattungsfeature wäre sinnvoll. Das buche ich jetzt dazu, was passiert mit den Kosten? Und da kommen verschiedene Kriterien zusammen. Zum einen die Frage, kann ich an dieses Kriterium des Bruttolistenpreises überhaupt noch verlässlich anknüpfen? Oder aber auch das, was wir eingangs schon gesagt haben, bei den Bedenken der Arbeitgeber, wie soll ich das denn noch administrieren? Ja, also ich meine, wir wissen aus der Erfahrung schon, es ist schwierig, die, ich sag mal, bisherige Versteuerungsmechanismen überhaupt richtig abzubilden. Wenn da jetzt noch so variable Kriterien reinkommen, wie soll ich das denn eigentlich noch machen? Und da muss man sich natürlich dann auch strategisch positionieren. Ja, ich würde gerne nochmal nachfragen. Das heißt, der Bruttolistenpreis ist der, ich bestelle mein Auto, konfiguriere das, da ist wenig sind wenig Extras konfiguriert, damit ich irgendwie in meinem Budget bleibe und dann zwei Tage später
buche ich mir dann die ganzen Sonderausstattungen und habe nochmal 10.000 Euro, die ich ausgebe. Genau, Frank, genau das ist der Fall, der uns auch durchaus in der Praxis vorgetragen wird und zwar im Gesetz steht. Das ist eine gute Idee. Wir werden sehen, wie lange noch. Letztendlich steht im Gesetz der Bruttolistenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung. Und natürlich kommt dieses Gesetz aus einer Zeit, wo nach der Erstzulassung du maximal noch die Fußmatte hast wechseln können. Ja, also Fragestellungen, wie Benjamin sie angesprochen hat, dass ich 2 Tage später zu meinem Automobilhändler fahre und sage, schalte mir mal das super Lichtpaket frei, schalte mir mal das bessere Soundpaket frei oder Assistenzsysteme, die haben sich damals nicht gestellt. Dadurch, dass unser Auto aber immer mehr ein Computer wird oder vielleicht auch schon ist, kommen diese Fragestellungen. Und Benjamin hatte schon gesagt, wir reden da über Beträge im durchaus, fünf-, sechsstelligen Bereich. Na, sechsstellig ist zu hoch, fünfstellig. Klar. Ja, vor allen Dingen, die Entwicklung geht ja auch in die Richtung, dass man vielleicht durch Upgrades oder nachträgliche Verbesserungen vielleicht auch in Zukunft dann Sonderausstattung hinzubuchen kann, die ich im Zeitpunkt der Erstanschaffung oder Erstzulassung noch gar nicht zur Verfügung hatte. Und das ist schon ein Themenkreis, wo man sagen muss, da müssen wir mal drüber nachdenken. Auch aus unseren steuerlichen Merkmalen und Perspektiven ist das noch zeitgemäß. Ja, was wir jetzt schon sehen und auch hier wieder ein ganz konkretes Beispiel. Du weißt sicherlich, Frank, wenn du dir deinen Firmenwagen bestellst und du bleibst beim E-Fahrzeug unter 60.000 Euro Bruttolistenpreis, dann bekommst du eine ganz besonders begünstigte Besteuerung, nämlich die sogenannte 0,25% Regelung. Und ich habe jetzt schon Fälle, wo Mitarbeiter sich ein ganz kleines Rad bestellt haben, also die Reifen recht klein sind und die Winterreifen, die nicht in den geldwerten Vorteil gehören, die sind sozusagen mit Goldstaub belegt. Ja, und dann rufen die HR-Damen bei mir ganz entsetzt an und sagen, ja, was mache ich denn jetzt mit den Reifen für 3.500 Euro? Also es wird sehr konkret und es wird sicherlich so sein, dass der administrative Aufwand nicht geringer wird, unabhängig von der Frage der Haftungsrisiken, die damit verbunden sind. Und ein Punkt kommt auch noch dazu. Ich meine, in der Vergangenheit war es häufig so, ich meine, die Regelung, über die wir jetzt gerade sprechen, die gibt es seit Jahren und Jahrzehnten. Wir haben uns darauf eingestellt und wir leben damit. Wenn jetzt aber, wie eingangs gesagt, sich die Mobilitätskonzepte schnell ändern, dann müssen wir auch reagieren. Und ich meine, die Frage ist schon, wie schnell bekommen wir dann auch Leitlinien oder Richtlinien von der Steuerverwaltung und müssen wir nicht vielleicht dann auch als, ich sag's mal, Steuerpflichtiger und wir als Berater dann in der Lage sein, da vielleicht auch vorher schon zu agieren und Konzepte bzw. Lösungsmöglichkeiten anzubieten, die den Steuerpflichtigen dann auch die entsprechende Rechtssicherheit geben. Wir sind mal gespannt, wie lange das Dienstwagenprivileg noch existiert, ne? Ja, viele Fragen stellen sich ja jetzt schon beim Jobrad. Also auch da haben wir ja das Thema mit dem Wechselakku oder auch mit der Frage, was passiert denn, wenn ich nicht den kleinen Computer habe, um die Geschwindigkeit einzustellen, sondern einen Computer, der gleichzeitig ein Navigationsgerät ist. Auch das sind Gegenstände, die nicht fest mit dem Fahrrad verbunden sind. Man nimmt sie ja mit, damit sie auch nicht dem Diebstahl anheimfallen können. Und auch da haben wir sozusagen im Kleinen, aber in einem ganz wichtigen Massebereich schon Fragestellungen der Bewertung. Worauf müssen Arbeitgeber noch achten? Wie sieht es mit Versicherungen aus? Ja, das ist eine gute Frage, die wir uns häufig stellen im Bereich des Jobbikes. Das ist ja die Zurverfügungstellung eines Fahrrades an den Mitarbeiter. Das Fahrrad wird finanziert über eine Gehaltsumwandlung. Und beim Firmenwagen ist immer ganz klar, dass das Auto natürlich auch versichert ist. Aber wenn ich meinen Mitarbeitern Fahrräder gestelle, sollte ich mit meiner Versicherung sprechen, inwieweit der Mitarbeiter im Rahmen der Gruppenunfallversicherung auch abgedeckt ist, wenn er einen Fahrradunfall hat. Mhm. Das sind so außersteuerliche Themen, wo wir aber im Rahmen unserer Beratung sagen, wir geben schon den Erfahrungsschatz weiter. Und natürlich am Ende soll ja auch das Rad oder auch der Dienstwagen allen Beteiligten, wir sagen immer so untechnisch, Spaß machen. Und da gehört natürlich auch die Sicherheit des Mitarbeiters hinzu. Hat das Ganze auch Einfluss auf die geltenden Tarifverträge? Muss man da auch noch Dinge beachten? Ja, das ist ganz wichtig im Bereich des Jobrades.
Das Jobrad, hatte ich gerade schon gesagt, wird gegenfinanziert durch eine Gehaltsumwandlung. Das heißt, der Mitarbeiter verzichtet auf einen Teil seines Bruttolohnes, bekommt dafür das Rad. Das bedeutet aber, er muss arbeitsrechtlich überhaupt in der Lage sein, diesen Verzicht auszusprechen. Und häufig ist es so, dass Tarifverträge keine Öffnungsklausel vorsehen. Und da ich auf Tariflohn nicht frei verzichten kann, er ist ja durch die Tarifparteien ausgehandelt, bedeutet das, dass dieser Gehaltsverzicht rechtlich nicht wirksam ist. Mhm. Und wenn er dann nicht rechtlich wirksam ist, dann hat die Finanzverwaltung einen Angriffspunkt, um in einer Prüfung die Gehaltsumwandlung zu negieren. Mit anderen Worten, es kommen Nachzahlungen auf das Unternehmen zu. Und wir haben das in der Praxis 2-3 Mal erlebt. Das ist ganz schwierig für die HR-Verantwortlichen der Belegschaft mitzuteilen, dass ein einmal eingeführtes Jobratmodell leider abgeschafft oder geändert werden muss, weil man tarifvertragliche Regelungen missachtet hat. Also es kostet nicht nur Geld, es kostet auch Reputation und Vertrauen in den Arbeitgeber. Okay, muss man halt auch beachten. Sollte man vorher sich mit beschäftigen, bevor man das einführt, ne? Ganz klar. Was könnt ihr sonst noch Spannendes erzählen? Wir haben im Vorfeld über das Stadt-Land-Gefälle nochmal gesprochen. Könnt ihr dazu nochmal etwas sagen? Ja, Benjamin und ich, wir waren auf einer Lohnsteuer-Umsatzsteuer-Roadshow. Und während wir in München und Berlin viele Fragen bekommen haben zum Jobticket, zum öffentlichen Nahverkehr, war erstaunlicherweise in Stuttgart das Thema Firmenwagen wesentlich präsenter. Und das sehen wir natürlich schon, dass die Mobilitätsbudgets oder Angebote durchaus noch einem Stadt-Land-Gefälle unterliegen. Mhm. Und dass Arbeitgeber im ländlichen Bereich sich vielleicht eher mit Fragestellungen beschäftigen, wie wie unterstütze ich die Mitarbeiter bei der Wohnungsbeschaffung, wie gehe ich das Thema Firmenwagen an und weniger auf den öffentlichen Nahverkehr setzen. Okay. Und was damit aber auch noch zusammenhängt, was wir auch gesehen haben im Rahmen der Veranstaltung, wenn Unternehmer oder Unternehmen natürlich auch in Anführungszeichen kleinere Strukturen haben, die können auch schneller reagieren. Also da waren einige dann aber auch dabei, wenn man das Thema dann aufgreift, dann ist der die Umsetzungsgeschwindigkeit deutlich höher. Und das macht es ja auch wichtig, dass man dann entsprechend vorbereitet ist und oder halt beraten ist an den entsprechenden Enden und Ecken. Wohingegen natürlich, wenn man jetzt von den Großkonzernen spricht, die Themen dann vielleicht schon eher ein bisschen, ich sag's mal, konzeptionell angehen, ich will jetzt nicht sagen visionär, aber zumindest dann auch das Ganze in der Unternehmenspolitik irgendwo verankert und gesteuert ist und dann zwingend ja auch die entsprechenden Perspektiven abgeholt werden. Und das haben wir bei den, ich sag's mal, schneller sich verändernden Strukturen dann schon, dass da dann auch der, wie soll man sagen, Beratungsaufwand ein bisschen höher ist. Was wir auch gesehen haben, ist natürlich, wenn wir eher im ländlichen Raum sind, dann ist auch die Wohnsituation der Mitarbeiter eine andere. Und wir haben dort häufiger die Frage gestellt, ja, was ist denn, wenn ich meinen E-Firmenwagen jetzt lade durch Strom, den ich mit meiner Photovoltaikanlage auf dem Einfamilienhaus erzeugt habe? Ganz spannende Fragen, die sich vielleicht in Ballungsgebieten Arbeitgebern nicht ganz so stellen oder wo andere Mobilitätskonzepte vorteilhafter sind für die Mitarbeiter. Ja, und da sind spannende Fragen, sowohl lohnsteuerlich hinsichtlich der Frage, wie ermittle ich denn dann die Kosten, die ich steuerfrei ersetzen kann? Wie weise ich überhaupt nach, wie viel Strom der Mitarbeiter geladen hat? Brauche ich dann geeichten Zähler? Wie sieht das aus? Also auch hier die Frage, wie administriere ich das? Und sicherlich stellt sich da auch die ein oder andere außersteuerliche Frage beim Mitarbeiter selbst zur Photovoltaikanlage. Ja, und die Themen sind dann ja auch verknüpft. Also wenn wir ansprechen jetzt das Thema Photovoltaikanlage, ich meine aus umsatzsteuerlicher Sicht beschäftigen wir uns mit dem Thema aufgrund der aktuellen Gesetzesänderung dann Anfang des Jahres auch sehr intensiv. Und dann ist auf einmal die Unternehmersphäre, wo ich mich mit der Mobilität beschäftige, verknüpft mit der Sphäre des, ich sag's mal, Privatmanns, der sich überlegt, wie gestalte ich denn jetzt am besten meine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach? Nutze ich den Nullsteuersatz, nutze ich ihn nicht? Und da greifen die Themen alle ineinander. Ich fühlte mich gerade so wiedererkannt, weil ich gerade eine Photovoltaikanlage aufs Dach gesetzt habe und mein Auto, mein Firmenwagen natürlich auch darüber lade. Hier können wir am Verlag laden, aber bisher habe ich es dann über den Ökostromtarif gemacht, den ich abgeschlossen habe, mit einem entsprechenden Zähler an der
Wallbox und jetzt kommt eben der Solarstrom rein, der ja auch nicht kostenlos ist, weil ich musste ja erstmal viel Geld in die Solaranlage investieren. Ja, absolut. Frank, es ist eine Frage, mit der wir uns häufig beschäftigen. Und die NWB hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder sie erstattet dir eine Pauschale, die ist für dich nicht so attraktiv, aber hat natürlich bei der NWB den Vorteil, es ist ein fester Betrag, der auf dein Konto überwiesen wird, wenig Aufwand. Und ansonsten würde ich dir raten, an einem Wochenende mit einem guten Getränk deiner Wahl mal eine Kostenaufstellung zu machen und dir zu überlegen, wie du deinem Arbeitgeber dann den Verbrauch aus deinem mit der Photovoltaikanlage herbeigeführten Strom ordentlich nachweisen kannst. Also sowohl die Kosten als auch den Verbrauch. Und ohne dir zu nahe treten zu wollen, wir haben durchaus auch Fälle, da ist es so, dass der Arbeitnehmer die Photovoltaikanlage gar nicht bezahlt hat. Stell dir vor, er hätte das von dem Konto deiner Frau oder deines Ehepartners bezahlt, dann hast du ja eigentlich keine Aufwendung gehabt. Oder du wärst jetzt gerade am Beginn deiner beruflichen Laufbahn und die Photovoltaikanlage stände auf dem Haus deiner Eltern und du würdest in der Einliegerwohnung wohnen. Kann dein Arbeitgeber dir denn Kosten erstatten? Die Eltern werden nicht sagen, überweis mir jeden Monat einen Betrag. Mhm. Oder vielleicht doch, vielleicht macht es das auch einfacher. Ja, vielleicht lasse ich alles erstmal so laufen, wie es ist. Das ist ja eigentlich alles ganz gut. Und genau da kommen jetzt die Bedenken her. Ja? Ja. Und man sagt, wie kriegt man diese Prozesse oder wie kriegt man diese Vorgänge eigentlich dann in den Prozess, dass es auch für den Arbeitgeber tatsächlich handelbar ist mit den jeweiligen Arbeitnehmern. Transparent, genau, das transparent zu handhaben. Inwieweit kann ich so eine Einzelfallregelung tatsächlich zulassen? Habe ich die Kapazitäten und die Ressourcen dafür? Ja. Möchte ich gewisse Leitplanken mitgeben, dass ich sage, okay, ja, das kann man stemmen, das kann man handeln, dass man da auch eine Übereinkunft oder eine Vereinbarung trifft und so halt auch Risiken minimiert und aber die Prozesse auch nicht aus dem Auge verliert, dass die noch steuerbar sind. Mhm. Ja, um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen, was ist denn euer Ausblick in die Zukunft? In welche Richtung könnte es bei der E-Mobilität noch gehen? Kann damit wirklich ein Schritt gegen den Fachkräftemangel getan werden? Ich glaube, dass es schon einen Unterschied machen wird, dass ein massiver Druck auf die Unternehmen ausgeübt werden wird, von den Mitarbeitern diese Konzepte anzubieten. Das wird für die Unternehmen bedeuten, dass sie sich digitalen Lösungen für die Nachweispflichten offen gegenüber zeigen müssen. Davon bin ich fest überzeugt, dass es ohne digitale Hilfe nicht gehen wird, auch um so Fälle wie den von dir gerade angesprochenen zu administrieren. Und was wir brauchen, ist ein Gesetzgeber, der schnell auf neue Entwicklungen reagiert und eine mögliche Vereinfachung schafft. Wenn du mich persönlich fragst und mir diese persönliche Note erlaubt ist, eine Vereinfachung würde ja dazu führen, dass Benjamin und ich vielleicht eine etwas längere Mittagspause machen, weil es weniger Aufwand in der Steuer bedeutet. Ich glaube, unsere Mittagspause wird kurz bleiben. Ja, genau. Das auch bei den Maßnahmen, die ergriffen werden. Ich meine, Jobticket beispielsweise ist geboren aus einer Krisenzeit. Wir hatten aber jetzt auch die Möglichkeit, glaube ich, mit der Verlängerung oder mit der, ich sag's mal, Wiedereinführung, vielleicht auch diese Themen grundsätzlich von Seiten des Gesetzgebers vielleicht vorherzusehen. Das wäre wünschenswert für die Zukunft, dass das auch in Betracht gezogen wird bei entsprechenden, wie soll man sagen, Reformierungsvorhaben. Okay, ja, dann vielen Dank euch beiden. Ich würde sagen, damit sind wir, Franzi, wenn du jetzt, du nickst, am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Themenwünsche habt oder auch einmal als Experte bei der NWB Steuerbar dabei sein wollt, schreibt uns gerne an podcast@nwb.de. Hört gerne auch mal bei unseren beiden anderen Verlagspodcasts hinein. Ansteuern ist unser Karriere-Podcast. Hier laden Nathalie und Melchior Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Steuerkanzleien ein und sprechen mit ihnen über die beruflichen Entwicklungen, was sie bewegt. Ich glaube, da waren auch schon mal eure Kollegen hier von Grant Thornton hier bei uns, so wie ich das gehört habe. Ich höre da zwischendurch auch mal rein. Ich muss die auch mal schneiden, die Podcasts. Und Textquartett ist unser Podcast zum internationalen Steuerrecht. Beide Podcasts verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Auch natürlich den Grant Thornton Podcast. Ihr habt ja auch einen eigenen Podcast am Start. Den verlinken wir euch auch nochmal. Für heute sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss, danke. Tschüss.